Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit einem ganz besonderen Testvideo, denn diese Jumpies sind in der Sorte Sour Cream und die liegen hier schon seitlich auf meiner Couch bestimmt seit 3-4 Monaten. Ich habe es nie geschafft, die zu testen, aber heute ist es endlich soweit. Ich bin sehr gespannt, wie die wohl schmecken, weil die normalen Jumpies mit Paprika, die kennen wir ja, die Kängurus, aber mit Sour Cream habe ich die ehrlich gesagt noch nie zuvor gesehen, bis zu diesem Tag, wo ich im Real-Supermarkt war. Da habe ich die entdeckt, ihr Lieben. Kennt ihr die Sorte eigentlich auch? Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr die nicht kennt und euch geht so wie mir, dann schreibt es auch in die Kommentare, ihr Lieben. So, ich bin mal gespannt, wie die wohl schmecken. Ah, die sind etwas blasser als die Paprika-Verwandten, sieht man direkt. Aber man sieht ja auch immer diesen... Seht ihr das? Sie sind wirklich weißer und etwas farblicher. Wenn man sie in die Sonne legt, werden sie vermutlich zu Paprika oder auch nicht. Ich probiere jetzt einfach mal. Das Tolle ist ja, die sind ja echt so mega luftig. Wenn man einen davon isst, hat das Gefühl so, ist ein Hauch von nichts, aber Geschmack ist da. Wie viel Gramm sind hier eigentlich drin? 75. Kann man ganz locker wegsnacken. Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sour Cream Geschmack an diesen luftigen Kängurus hängen bleibt. Ich dachte, das verpufft im Wohlgefallen. Aber die Kängurus schaffen es tatsächlich, den Sour Cream Geschmack rüberzubringen, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, die schmecken ein bisschen salzig, vielleicht ein bisschen langweilig sogar. Aber die schmecken richtig gut. Und mal ganz ehrlich, sogar im Vergleich zu Paprika finde ich die gerade ein bisschen geiler. Aber es liegt auch daran, dass sie jetzt ziemlich komplett neu sind. Und neue Sachen finde ich im Prinzip immer ein bisschen geiler, weil es halt neuer Geschmack ist. Langfristig gesehen sind die Jumpies mit Sour Cream aber echt auf Augenhöhe mit den Paprika-Chips. Die sind echt geil. Und so eine schöne, frische Sour Cream-Note. Und habe ich jetzt Sour Cream eigentlich mal richtig ausgesprochen oder wieder mal komplett versagt? Ich glaube, Sour Cream und Maracuja werde ich in diesem Leben leider nicht mehr lernen. Sour Cream heißt es, ne? Ja, immerhin, doch. Ich weiß, wie es geht, ihr Lieben. Es tut mir leid, wenn ihr euch deswegen aufgeregt habt. Ich esse noch ein paar von diesen Jumpies. Ich gebe den auf einer Skala von 1 bis 10. Die sind richtig geil. 9 stolze Punkte, ihr Lieben. Richtig lecker. Warum keine 10 Punkte? Weil ich mag es bei Chips lieber, wenn die so ein bisschen massiver sind. Ne? Also dann, das mag ich ein bisschen lieber. Deswegen 9 Punkte. Aber die Jumpies an sich, mega geil. Sehr gut gelungen. 9 Punkte für die Jumpy Sour Cream. Haltet die Augen auf. Schreibt auch ruhig in die Kommentare, wenn ihr die in anderen Supermärkten wie Edeka, Rewe, Lidl oder Aldi vielleicht gesehen habt. Würde mich freuen, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.